Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Ich bin zurück ins Café gereist, habe die Einkommenstruhe geleert und beim Händler gerade noch die Verbrauchsgüter aufgefüllt. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir doch mit der Hauptmission mal wieder weiter. Weil ich möchte ja irgendwann das Schlösser knacken, die letzte Stufe noch lernen. Dafür muss ich allerdings Sequenz 9 beenden. Und ich glaube, ganz so weit sind wir noch gar nicht. Wo sind wir? Ja gut, Sequenz 8, Erinnerung 1. Immerhin schon bei der 8. So, und hier haben wir die Korrespondenz des Königs, Schwierigkeit 3. Also, wir hängen eigentlich so ein bisschen hinterher mit der Hauptstory, sag ich mal. Von unseren Fähigkeiten her sollten wir das schon machen können. Ja, und es geht um Folgendes. Der König hat gewisse Briefe in seinem Besitz, die die Assassinen belasten könnten. Sie müssen gefunden und vernichtet werden, ehe sie dem Mob in die Hände fallen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Ihr habt gerufen? Monsieur Dorian, es gibt einen Auftrag für euch. Noch mehr Liefer- und Botengänge vermutlich. Zwei Meisterassassinen sind tot, einer durch eure Hand zum Schutze eines Templers. Ihr könnt euch glücklich schätzen, dass eure Strafe so milde ausfällt. Und Germain? Ist nicht länger eure Sorge. Letzte Nacht hat sich die Pariser Kommune offen gegen den König ausgesprochen. Zurzeit belagern 20.000 bewaffnete Revolutionäre die Tuilerien. Selbst die Nationalgarde kippt. Viele sind zu den Revolutionären übergelaufen. Frankreich zerreißt an den Nähten. Und das gefällt uns nicht. Die Bevölkerung kämpft für ihr gutes Recht. Liberté, Egalité. Ginge es um eine einfache Waage, die aus dem Gleichgewicht ist, hättest du recht. Aber es ist viel komplizierter. Beim Ordnen von Mirabeaus Angelegenheiten stießen wir auf einen interessanten Briefwechsel von royaler Natur. Mirabeau stand in Kontakt zum König? Und er war weit weniger diskret, als er hätte sein sollen. Würden die Kopien der Briefe des Königs publik, dann wären die Templer in der Lage, unsere Leute in ganz Frankreich ausfindig zu machen. Und ich soll hineinschleichen und diese Briefe finden? Und zwar schnell. Die Schweizer Garde ist in der Unterzahl. Sie wird vor Einbruch der Nacht überwältigt werden. Wäre nicht der erste Palast, in den ich einbreche. Bereit? Anlegen! Feuer! Gute Arbeit! Zurück auf die Posten! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Vive la Révolution! Der König muss hier irgendwo sein! Okay. Ja, in Paläste einbrechen haben wir schon gemacht. Sabotierte Alarmglocken und Attentate aus der Deckung. Meiner Einschätzung nach zumindest nicht unmöglich, aber ich hab's ja nicht so mit Also ehrlich, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. Mit Deckung und Heimlichkeit und so weiter. Aber gut, schauen wir mal. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal eine Alarmglocke. Wie komme ich denn aus der Deckung? An wen komme ich denn da mal gut dran? Die hier glaube ich wohl eher nicht. Er da, der hier so hin und her läuft. Wo läuft der lang? Ja, auch nicht so wirklich, ne? Gar nicht so einfach. Na, ich würde es ja mal mit ihm versuchen, aber da steht noch ein anderer. Das ist natürlich doof. Ja. So viel dazu. Ach kommt schon. Ich wollte doch nur ein Attentat aus der Deckung machen.
allem ist das doch eigentlich echt nicht sinnvoll. Also ich weiß nicht, ist das jetzt hier? Ist das diese Garde? Wenn wir eigentlich dagegen sind, dass die unterliegen, dass ich die jetzt nochmal hier dezimiere. Irgendwie macht das nicht so viel Sinn. Obwohl, das sind ja Extremisten. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Garde sein soll. Ach, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich mache einfach nur meinen Job. So, ich komme aber nirgendwo aus der Deckung ran. Tut mir leid. Wenn ich jetzt pfeifen könnte, das wäre so praktisch. Aber ich kann leider nicht pfeifen. So, jetzt komm du doch mal bitte hier rüber. Komm her. Komm hier hin. Beweg dich doch ein bisschen zu mir. Ich fass es nicht. Der bleibt seelenruhig da stehen. Das ist doch wirklich unglaublich. Wird einem wirklich nicht leicht gemacht hier. So, wo ist jetzt der andere von da hinten? Den würde ich gerne... Kriege ich den irgendwie aus der Deckung? Ja, vielleicht wenn ich da neben der Kiste hocke. Das müsste eigentlich klappen. Aber dann stört mich der da hinten noch. So, der Dicke da hinten sollte das möglichst nicht mitkriegen, wenn ich ihn hier jetzt eliminiere. Genau, dreh dich nochmal rum und geh weg. Bis wohin geht der? Keine Ahnung, aber ich mache jetzt erstmal ihn hier. So. Krieg ich den auch noch geplündert? Ich hoffe mal. So, und dann muss ich da vorne an die Ecke, um ihn zu erwischen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob er mich da nicht schon sieht vorher. Kann ich hier eigentlich in Deckung gehen? Oh, das geht auch. An den Pflanzen. Ich meinte aber eigentlich diese Ecke hier. Ist das eine ordentliche Deckung? Oh Gott, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Der mich nicht von weitem jetzt schon sieht. Na, schauen wir mal. Ah, er kommt auf mich zu. Komm schon, Dicker. Das gibt's doch nicht. Ernsthaft, den kriege ich nicht. Ist doch nicht wahr. Bitte, wie soll man das denn machen? So, das hier ist die Garde wahrscheinlich. Die, ja, die Wachen, die hier sowieso schon tot liegen. Wo ist jetzt der andere hin? Da war doch noch einer. Ja, komm doch hierher. Ich fass es nicht.
langsam. Oh, ich wollte da überhaupt nicht rein. Der macht das immer. Ich brauche nur 10 Meter daneben vorbeizulaufen. Meine Fresse. Meine Taktik funktioniert immer am besten. Ich springe einfach in die Mitte rein und schlag alles tot. Schleichen und Deckung und keine Ahnung was, das funktioniert alles nicht. Kannst ja echt knicken hier. Weißt du, und dann stehen die vor mir und ich kann nicht aus der Deckung raus. Ich könnte auch wen anders verarschen, ey. Das macht doch echt keinen Spaß, das ist ja frustrierend. Ja, du mich auch. So, soll ich dir was sagen? Das war ein Attentat aus der Deckung. So, jetzt muss ich nur noch ein paar Alarmglocken mehr finden. So, jetzt haben wir die Hempel da oben und da drinnen noch. Okay, scheinbar muss ich da hin. Oder? Da leuchtet was doch irgendwas so komisch. Du da! Stehen bleiben! Was? Wer? Ich bin genau hier, Sonnenschein! Ich kann mich nicht bewegen. Ich fass es nicht. Ich fass es nicht! Ich klicke wie wild und der bewegt sich einfach nicht. Unglaublich. Unglaublich. Ich könnte mich jetzt darüber aufregen. Aber das ist nicht meine Aufgabe. So. Jetzt machen wir die ganze Scheiße nochmal. Und im Hintergrund randalieren meine Fensterläden. Also, die rhetorische Qualität der blutrünstigen Aufständischen heutzutage. So, nehmen wir doch mal wieder unser Lieblingsspielzeug. Was ist das? Was das auch ist. Hoffentlich ist das nicht ansteckend. Warum tust du das? Komm schon, hau drauf. Warum sehe ich denn von dem gerade nichts? Auch keinen. Nein, ich greif dich an, Button. Ja, komm schön hier lang jetzt. Hast du es jetzt auf uns abgesehen, was? Das habe ich nicht geträumt. Oh! Faszinierend, dass das funktioniert, aber es funktioniert.
So, jetzt erstmal zurückziehen und die Lage checken. So, da hinten steht noch der Dicke. Und der an dem Karren steht da ja auch noch. Das heißt, den an dem Karren könnte ich vielleicht wieder so erwischen, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Das wäre schon mal nicht das Schlechteste. Oh, hallo, Kollege. Du bist noch nicht ganz tot. So, zum Plündern habe ich leider eigentlich gar keine Zeit, um die alle zu plündern hier. So, ihn hier schnappe ich mir dann wieder. Diesmal kriegen wir das besser hin. Ich hab's im Gefühl. Wen haben wir denn hier noch Lustiges jetzt? So rumspringen. Und wie komme ich da rein? Gibt es hier irgendwelche Fenster? Türen? Irgendwas? Hallo? Klopf, klopf. Ach, genau. Ich glaube, da vorne waren ja offene Fenster, ne? Hier waren aber auch die Schützen. Genau. Der da zum Beispiel, der mich beim letzten Mal direkt getötet hat. Der Arsch. Du Arsch. Genau der. Da komme ich wahrscheinlich jetzt auch nicht wieder über den Zaun drüber. Das heißt... Den werde ich auch erschießen müssen. Aber das mache ich gerne. Ernsthaft, ist er jetzt tot oder nicht? Ist der nur getaumelt oder ist der tot? Na, der könnte sogar tot sein. Ach, guck mal, der Zaun ist hier offen. Gut, das wusste ich jetzt nicht. Keine Spur von dem Tyrannen? Hat sich wohl abgesetzt. Feiger Bastard! Da ist noch ein Artefakt. Und hier geht der Spaß weiter. Ich frage mich allerdings, wo ich denn 3 Alarmglocken hernehmen soll, wenn ich hier drin schon finde, was ich finden soll. Auf der Rückseite ist noch eine Alarmglocke, die sehe ich, aber sonst... Naja, egal. Sehen wir mal, wir werden uns hier einfach mal... Ach, guck mal da hinten. Wir werden uns hier einfach mal durcharbeiten jetzt. Achso, die Sache mit der Deckung habe ich ja. Es geht nur noch um die Alarmglocken, ne? Dann kann ich ja hier einfach jetzt reinrennen und alles töten. Oder auch nicht. Vielleicht kletter ich auch einfach erstmal durch die Gegend. Wäre auch möglich. Sieht übel aus. Dachte ich mir fast. Was ist das denn? Was war das? Oh, der da. Ups. Ah, okay, jetzt sehe ich auch 3 Alarmglocken. Also jetzt sehe ich noch 2. Das müsste eigentlich der einfachere Teil der Aufgabe sein. Weil die Alarmglocken kann ich ja auch noch sabotieren, wenn einfach alle anderen nachher tot sind. Das ist ja eigentlich egal. Aber schauen wir mal, wie es denn hier so aussieht, rings um die Alarmglocke. Ah, ha, ha, ha. So ein bisschen blöde, wenn mein eigentliches Ziel da oben drin ist und ich auch schon da oben drin war und jetzt wieder hier runtergehe, nur um die blöden Alarmglocken da zu sabotieren. Das ist ein bisschen bescheuert.
Achso, ich war mal wieder gar nicht in der Deckung. Ja, das ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, ehrlich gesagt. So, dann machen wir mal was anderes. Da hinten, die beiden sehen mich nicht. Na gut. Ach komm. Wer denn jetzt? Der da. Komm her. Einen Moment mal. Ach, da duckt er sich in dem Moment, ey. Ich noch da hinten die dritte Alarmglocke. Die habe ich doch eben schon auf der Karte gesehen. Was ist das denn? Ach komm. Das ist das Doofe daran, wenn man erst aufsteht. Fängst du nicht ab, du Bastard. Wenn man zielt, bevor man aufsteht. Ach schön, das war sogar noch mal ein Attentat aus der Deckung. Ist ja super. So, da kommen die nächsten roten Punkte. Ich höre doch keine Geräusche. Meine Güte. Ja, jetzt läuft's aber. Und ich überziehe mal wieder die Folge, aber das macht nichts. Ist ja eine Mission. Da kann man das mal machen. Ich möchte halt ungerne Missionen in der Mitte abbrechen. Das ist immer so. Obwohl, das erhöht vielleicht die Spannung. Aber eigentlich sind die Längen meiner Folge ja meine eigene Vorgabe und ich kann die auch beliebig verkürzen oder verlängern. Das ist ja das Schöne daran. Ich bin ja da völlig frei. So, da schießt wieder einer auf mich. Weg! Alter! Und ich kann mich schon wieder nicht bewegen. Was soll denn der Driss? So, jetzt reicht's mir aber. Oh, das sind Betäubungsbomben. Das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das wäre... Ups. Wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich eine Rauchbombe nehmen. Naja, gut. Passiert. Dreh dich rum. Dreh dich nicht um, denn der Plumpsack geht rum. Du hast dich umgedreht. Tja, schade. Kinderspiele können so brutal sein. So. Jetzt kann ich noch die Herrschaften hier hinten zu Ende plündern. Phantomklingen voll, sehr gut. Alles klar. Hier waren bestimmt noch wesentlich mehr Leute, die ich hätte plündern können. Ach komm. Die Mühe nicht wert, sich zu verstecken. Ich habe das Gefühl, da steht eine, wenn ich hier so gucke, ist da noch so eine blaue Wache in dem Haus. Ich nehme an, das wird da sein, wo ich hin muss. Ja, wo der gerade bedroht wird, da drüben. Ist das bestimmt der eine, der noch die Briefe bewacht. So, jetzt hier schnell. Wunderbar. Jetzt können wir auch unseren eigentlichen Job machen. Perfekt. Hier komme ich.
Was? Warum ist denn der jetzt... Habe ich den nicht gerade gerettet? Warum ist der jetzt tot? Naja, egal. Der war auch sowieso nicht richtig. Da muss ich hin. Zurück! Zurück! Bleib zurück! Weg! Ja, was willst du sagen? Artikulier dich doch ordentlich. Ja, super. Bist du clever. So, und da stand nämlich auch noch einer. Ein Dicker. Möchte der sich vielleicht nochmal gerade umdrehen? Ach komm, ich bin heute nicht so besonders geduldig. Dreh dich halt nicht rum. Töte ich dich halt von Angesicht zu Angesicht. So, hier muss ich hin. Den plündere ich aber erst noch. Vielleicht finde ich ja Medizin oder irgendwas Cooles. So. Und jetzt interagieren wir. Ihr seht nicht aus wie diese blutrünstigen Revolutionäre. Die Kutte wirkt etwas unheimlich, wenn ich das anmerken darf. Und ihr seid die Nachhut, nicht wahr? Äußerst praktisch, dass dadurch so viele Türen zwischen euch und dem Kampf stehen. Oh, ich bin gar nicht hier. Nicht offiziell zumindest. Doch wie oft hat man die Gelegenheit, sich die private Amtsstube des Königs anzusehen? Ist es etwas Bestimmtes, wonach ihr sucht? Staatsgeheimnisse, private Korrespondenz, persönliche Schätze, so etwas in der Art. Ich hoffe, dass wir nicht dieselbe Beute im Auge haben. Gewehre? Gewisse Briefe an den König. Sie wären missverständlich, wenn die falschen Männer sie finden. Verstehe. Dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Ich glaube, der König hat hier irgendwo eine Geheimtür eingebaut. Würden wir die nur finden. Napoleon? Das ist Napoleon? Okay. Den Eisenschrank finden. Oh, das ist schwer. Oh. Ich muss mich nochmal genauer umschauen. Ganz genau muss ich mich umschauen, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hin muss. Was sagt er dir? Sehr gut gemacht, mein Freund. Unglaublich. Etwas gefunden? Ein wahres Füllhorn, ja. Und ihr? Ich glaube, ja. Ja. Das sind sie. Das sollte die Sache erledigen. Darf ich vorschlagen, zu gehen? Beeilen! Was ist das? Unser Ausgang. Gib mir Deckung, ja? Aber sicher doch. Du entkommst nicht mit Mann! Ich lass dich ausbluten! Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Ihr seid ein wahrer Teufel mit der Klinge. Das ist auch wieder ein ganz bekannter Synchronsprecher hier von dem Napoleon. Ich komme nur gerade nicht drauf, wen er gesprochen hat, aber gefühlt haben wir ja sowieso in Deutschland nur eine Handvoll Synchronsprecher. Das haben eigentlich fast alle von auswärtig synchronisierten Werke dieselben Sprecher. Wo habt ihr das Kämpfen gelernt? Da! Was? Woran ist er denn jetzt gestorben? Gehen wir. Sucht alles ab! Ich will die Dokumente! Er? Was? Verdammt! Ja, Kapitän Rui hat diese Wirkung auf Menschen. Ein Freund von euch? Ein hartnäckiger Stachel, den ich noch nicht ganz herausziehen konnte. Ich brauche Informationen von ihm. Ich muss zu ihm zurück. In den Tumult.
Ihr würdet ihn dort nicht finden. Kommt mit mir, ich habe eine bessere Idee. Ihr habt euch gut geschlagen da hinten. Ich schätze, ihr habt nie eine militärische Laufbahn in Betracht gezogen. Ich halte nicht viel von Befehlen. Ah, der Schrecken von Generälen und Staatsmännern aller Orten. Ein Individualist. Ich kenne das Gefühl. Männer wie wir haben den meisten Soldaten etwas voraus. Und zwar, wir haben einen eigenen Kopf. Wenn ihr euch heute verpflichtet, seid ihr in 10 Jahren ein Marischall. Garantiert. Ein großzügiges Angebot. Aber nein. Wohin das Herz führt, muss ein Mann folgen. Kommt zu mir, wenn ihr eure Meinung ändert. Bonaparte ist mein Name. Napoleon Bonaparte. Oberstleutnant der Artillerie. Zurzeit. Arnaud Dorian. Angenehm. Und tut mir den Gefallen, falls jemand fragt. Ich war nie hier. Ich habe mir all dies nur aus einer Tischlerwerkstatt aus der Ferne angesehen. Ein Gesicht in der Menge. Natürlich. Wo ich gerade mal hier bin. Und er sowieso anhält. Ja, Napoleon, coole Sache das. Irgendwie ein witziger Kerl. Ah, Stufe 2. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben ja Schlossknacken Stufe 2. Na, das war zu früh. Oh, geht doch. Wunderbar, wo wir gerade mal hier sind. Können wir das ja mal eben schnell erledigen. So, und wieder ein Symbol von der Karte getilgt. Entschuldigt, fahrt fort, mein Freund. So, jetzt redet er nicht mehr mit uns. War doch eigentlich ein interessantes Gespräch bis dahin. Ja, ja, ich folge dir, keine Sorge. Was nun? Einen Moment. Ihr solltet in Deckung gehen. Hat er jetzt auf sein Handy geguckt? Alles in Ordnung hier. Gut, Korporal. Grandioser Schuss. Der richtige Drill ist entscheidend für den Erfolg eines Regiments. Wir sollten jetzt gehen, Sir. Hier trennen wir uns. Was ist mit Rui? Gebt mir ein paar Tage. Ich werde sehen, was ich in Erfahrung bringen kann. Vielleicht lässt sich ein Treffen arrangieren. Macht's gut. Okay, ja. Napoleon Bonaparte sind wir begegnet. Das ist natürlich höchst interessant. Ich hoffe mal, seine Wachen sind vertrauenswürdig, wenn er nie da gewesen ist. Die beiden wissen es ja jetzt auch. Ja, cool. Und wir werden ihn wahrscheinlich auch wieder treffen, so wie es klingt. Und ja, ansonsten haben wir Sequenz 8 Erinnerung 1 abgeschlossen und sogar mit beiden Herausforderungen. Nach etwas Hängen im Schacht hat es dann doch funktioniert. Ja, 2 Synchro-Punkte bekommen. War doch letztlich eine erfolgreiche Folge. Wie gesagt, sah kurz so aus, als hätte er auf sein Handy geguckt, ob er Empfang hat. Hat er seine Wachen hier draußen angerufen, dass sie jetzt die Mauer kaputt schlagen können. Schön. Ach was. Moment mal, war das nicht... Ohne Scheiß jetzt, das ist das blöde Gebäude, um das ich stundenlang rumgelaufen bin, weil ich die dämliche Treppe nach unten nicht gefunden habe. Und da kommt man jetzt erst rein, nachdem Napoleon ein Loch in die Wand gemacht hat. Wollt ihr mich eigentlich total verarschen? Dann wurde die ganze Zeit diese blöde Treppe, ich weiß nicht wann das war, das ist schon ein paar Folgen her, diese blöde Treppe wurde die ganze Zeit angezeigt und ich wollte runter wegen einer der Kokarden. Entweder die da oder die da. Ne, die hier ist oben, dann ist es die da. Ist es die da?
die unterm Haus dort liegt. Oder die da. Nee, die ist oberirdisch. Also war es die hier. An die ich irgendwann mal dran wollte. Und ich habe die ganze Zeit versucht, diese dämliche Treppe hier zu finden. Bin um dieses beschissene Haus rumgelaufen. Und habe mich schon gefragt, ob ich total deppert bin, weil ich da keinen Eingang finde. Und die Antwort ist, dass Napoleon den Eingang erst kreieren musste. Ist ja unglaublich. So, lange genug überzogen. Oh, deutlich überzogen. Ich sehe es gerade. Ich schaue gerade auf den Timer und bin ein bisschen schockiert. Damit beende ich dann also die Folge. Wir haben die nächste Hauptmission beendet. Und, jetzt habe ich meinen Controller fallen lassen. Und so weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich wie immer freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Also in diesem Sinne, macht's gut und bis dann!